Sepp, was machst du? Heute möchte ich euch ein bisschen ein längeres Video vorstellen, weil es ein bisschen länger dauert, weil es ein Vergleich ist. Kars Spatzl, Kars Knöpfli, Kars Nocken, Kars Knöpfli. Das sind immer Knöpfli. Die Spätzle werden frisch gemacht, ihr seht alles, nehmt euch die Zeit. Punkt 1, ich brauche einen Spätzleteig. Hier ist Mehl, 250 Gramm, 3 Eier und 125 Gramm lauwarmes Wasser. Das wird der Spätzleteig. Hier habe ich geriebenen Bergkäse, so viel wie ich will. Hier habe ich Zwiebeln, ein Wasser und eine Pfanne. Für die Käseknöpfli brauche ich dann nur noch eine Glasschüssel und ich werde euch das zeigen, wie das geht. Für die Kars-Spatzl, so wie im Westen, also im Mittelwesten, in Salzburg und in Tirol, braucht man eine Pfanne. Aber die Käseknöpfli machen wir als erstes. Wir rösten einmal Zwiebel an. Wir machen den Zwiebelbraun, der ist nudelig geschnitten. Das läuft so neben uns her. Da haben wir das lauwarme Wasser, die 3 Eier und da schlagen wir uns jetzt einen Teig. Und ein bisschen Salz gebe ich auch hinein, okay? Das wird jetzt zu einem Teig vermischt. Schau, patze ich mir wieder an, dann ist mein Schürzen wieder schier. Den Teig muss man gut schlagen, damit keine Knöpfe drinnen sind, damit keine Kugeln drinnen sind. Der muss sich schön mit dem Kochlöffel lösen und der muss richtig ziehen. Dann habe ich hier ein gesalzenes Wasser. Das müssen wir jetzt erst salzen. Und wir machen, wie gesagt, die Vorarlberger und die Schweizer Methode zuerst mit den Knöpflis. Der Käse muss gerieben sein und das ist echt, wenn man es beherrscht, ist das gut. Ein Spätzle-Sieb. Das ist bei uns ein Spätzle-Sieb. Jetzt komme ich da mit dem, jetzt drücke ich das so durch mit der Teigkarte. Da kommen lauter so kleine Knöpfli raus, darum heißt das Knöpfli. Gut durchdrücken, da einmal rüber, ist einmal jetzt weg. So. Jetzt, da habe ich noch nicht alles fertig, weil die brauche ich ja dann für die Kars-Nocken. Aber was wir jetzt haben, jetzt lassen wir das einmal aufkochen. Wer will, kann eine Muskatnuss dazugeben. Ich gebe bei den Kars Knocken, bei den Knöpfli keine Muskatnuss dazu, aber die Muskatnuss kann man dazu geben. Braucht man ein bisschen Zeit zum Aufkochen. Schnittlauch haben wir da. Man muss ein bisschen warten, dass es gut aufkocht. Schau. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt gebe ich da in eine Schüssel hinein. Das habe ich von meinem Freund Bruno gelernt. Da sind jetzt die heißen Spätzle. Jetzt kommt der Käse. Jetzt kommen wieder die Spätzle drauf. Jetzt kommt wieder der Käse. Siehst du das? Und jetzt kommen wieder die Spätzle drauf. Und jetzt kommt wieder der Bergkäse.
das da jetzt da schön belegen. Dann fahre ich jetzt da gescheit mit dem Pfeffer drüber. Dann nochmal. Dann, bis meine Zwiebel fertig ist, dann kurz warm halten. Ich kann es nur so. Da kocht das Wasser. Wir haben nämlich noch Spätzle über. Die mache ich jetzt in der Zwischenzeit, bis dass mein Zwiebel fertig ist. Ich glaube, schimpfen mir jetzt die Schwaben. Die Schwaben sind so Spätzle-geil. Aber die Schwaben haben bei außer Spätzle eh sonst keine Kultur, oder? Die Baden-Württemberger. Gibt es einen super Witz. Aber den kann ich jetzt nicht sagen schon wieder. So, das tun wir weg. Das ist fertig. Da ist die Zwiebel. Jetzt geben wir da ein Öl hinein. Und das ist jetzt der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Kass-Spatzen und Kass-Nocken. Dieter, darf ich bitte eine Zwiebel haben? Ja. Danke. Da habe ich sie in der Pfanne. Danke. Da tun wir jetzt zuerst eine Zwiebel anrösten. So mache ich es zum Beispiel auf der Skihütte, in der Riesenpfanne. Zwiebel hier anrösten. Da tun wir jetzt noch ein bisschen Butter dazu. Und da haben wir jetzt die Spatzel. Die kann man dann auch kalt reingeben. Aber wir geben sie jetzt, weil sie gerade frisch gemacht worden sind, heiß rein. Das sind jetzt dann Kasnocken. Jetzt haben wir wieder Pfeffer drauf. Halt, da ist schon. Was ist das so? Das sollte ruhig ein bisschen braun sein, fast schwarz. Das sind die. Die tut man dann da in der Mitte rein und ein Schnittlauch drüber. Das ist das eine. Da ist jetzt nur, bis jetzt ist nur Spatel und Zwiebel drinnen und jetzt haben wir dann Kass. Und bei uns, wir im Westen, wir haben es dann gern, wenn eine Kruspe sich bildet. Eine Kruspe, das heißt, man nennt es im Dialekt Brinchig, wenn es Brinchig ist. Darf ich ein paar Löffel haben, bitte? Ja. Schau her, da. Und das sind so die Kasnocken. So, das sind Käseknöpfe, die ziehen sie. Ja. Wunderbar. Mit dem Zwiebel. Im Morgen gern so dunkel. Und hier? Muss ich der Käse anlegen. Und jetzt kann es sein, dass sich die Spatzeln, dass die trocken werden. Dass der Käse, wenn es ein bisschen kälter wird, dann gibst du einfach ein bisschen Wasser dazu. Und dann bist du wieder. Ja. Das ist dann die. Die Spatzelform. Ich jetzt noch. Da
Da brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Aber du musst die dann probieren. Großartig. Das sind keine Knöpfe. Das sind Kasnocken. Und die werden dann so serviert. Da sind die Zwiebeln schon drinnen. Und das ist der Unterschied. Siehst du? Schön, gell? Schaut gut aus. Danke!